Ich glaube, dass wir einfach alle ein Stück weit unterschiedlich sind, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass wir die krasserweise auch nahezu stündlich wechseln. Das heißt, ein Bürogebäude muss auf jeden Fall Abwechslung bieten. Hi Marlin, richtig cool, dass wir hier in dieser etwas ungewohnten Interviewsituation zusammenkommen. Ich bin Marie. Ich arbeite seit 2016 bei Beiersdorf und freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich auch mega, dich kennenzulernen. Ich bin Marlin und arbeite seit knapp 4 Jahren jetzt bei New Work SE im Bereich Employer Branding. Cool. Ich habe gelernt, dass wir jetzt hier so ein Zettelchen ziehen müssen. Ja, let's do it. Bist du bereit? Auf jeden Fall. Marlin, haben Menschen von dir meist ein anderes oder ein falsches Bild, bevor sie dich richtig kennenlernen? Oh, also eine sehr gute Frage. Tatsächlich ja. Also weil ich eine ganze Zeit lang immer ein ausgeprägtes Resting-Bitch-Face hatte. Mm. Und die Leute dann erstmal dachten, dass ich sehr arrogant und zurückhaltend wäre. Und das meistens aufgeklärt wurde, sobald sie mich kennengelernt haben. Aber ja, mit dem Vorurteil sind sie gestartet sozusagen. So, ich habe jetzt hier natürlich auch ein kleines Zettelchen für dich. Marie, was würdest du in deinem beruflichen Werdegang anders machen, wenn du nochmal 18 wärst? Also ich würde, glaube ich, länger im Eisladen arbeiten. Das fand ich tatsächlich total cool. Damit habe ich mit 16 gestartet. Und es ist einfach die zufriedenstellendste Arbeit, die man sich vorstellen kann, weil alle kommen, wollen Eis, sind schon happy und sind mit ihrem Eis dann noch glücklicher. Aber Quatsch. Also ich habe das Gefühl, dass man am Ende immer genau in dem Job ankommt, wo man eigentlich auch wirklich hingehört, ne? Und wo einen die Leidenschaft und die Sachen, für die man brennt, sozusagen, wo es einen hinführt. Und das hat bei mir total super geklappt. Also ich bin jetzt bei Beiersdorf für das Thema Modern Workplace zuständig und das macht mich schon sehr glücklich. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, ne? Auf jeden Fall. Ich war auch mal im Eisladen, aber ich habe nur 6 Wochen durchgehalten. und ich konnte danach auch keine Waffeln und kein Eis mehr sehen. Also das stimmt, das muss ich auch sagen. Ich habe 3 Jahre Eis gegessen und jetzt brauche ich keins mehr. Ja, I feel you. So, ich glaube, wir haben jetzt hier bereit Fragen. Für die erste. Oh, okay. Was ist für dich essentiell in einem Bürogebäude? Oh, das scheint zu passen. Ja, komisch. also tatsächlich haben wir uns ja jetzt die letzten 3 Jahre damit beschäftigt, was für Beiersdorf in einem Modern Workplace wichtig ist. Und für mich ist es das Thema Diversität. Ich glaube, dass wir einfach alle ein Stück weit unterschiedlich sind, dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und dass wir die krasserweise auch nahezu stündlich wechseln. Das heißt, ein Bürogebäude muss auf jeden Fall Abwechslung bieten und Vielfalt. Also ob ich nun sozusagen eher irgendwie draußen arbeite oder drin, ob ich es laut oder ob ich es leise brauche, das alles muss ich auf dem im Office finden. Und das Zweite, was, glaube ich, echt wichtig ist, sind die People, ne? Also die Leute. Es nützt nichts, wenn ich da ein ganz tolles Bürogebäude habe und dann keiner da ist, sondern ich muss natürlich schon auch so die Teamkultur haben, wo ich dann auch Lust habe, hinzugehen. Ja, sehe ich ähnlich. Also wir sind jetzt ja auch seit 1-2 Jahren hier sozusagen. Sieht auch richtig cool aus. Und fühlen uns auch richtig wohl. Und für mich das Wichtigste, dass es eben unterschiedlichste Orte gibt für die unterschiedlichsten Bedürfnisse und vor allen Dingen Orte, die du im Homeoffice nicht hast. Ja. Ne? Du musst ja Anreize schaffen, dass die Mitarbeiter wieder zurückkommen wollen und hier den Austausch haben. Das ist so das eine, dass es eben diese Orte gibt. Und das andere ist für mich, wie du auch sagst, die Veränderung ist stetig oder kontinuierlich. Und das Büro muss sich mitentwickeln. Und das haben wir uns ja auch damals gesagt, dass wir sagen, okay, wenn sich die Bedürfnisse verändern, entwickeln wir das Office weiter. Ja. Es darf halt nicht stillstehen quasi. Ja, ich glaube, dass es tatsächlich mehr und mehr wichtig ist, dass du wirklich, also ich will jetzt nicht sagen Disneyland, ne, aber es ist, glaube ich, schon so, dass im Grunde genommen der Erlebnisort Büro muss immer irgendwie das nächste coole Event, die nächste spannende Teambuilding-Maßnahmen etc. bieten. Ich glaube, dass sich da manche Unternehmen jetzt auch echt ein Bein ausreißen. Ich weiß gar nicht, ob so viel tatsächlich notwendig ist. Wir sehen bei uns, dass unsere Teams total, also die haben einfach richtig wieder Lust, ins Büro zu kommen. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich in einer Produktentwicklungsbranche sind. Ne? Wir sind darauf angewiesen, dass wir unsere Skincare-Produkte, dass man die riecht, dass man zusammen überlegt, hat das jetzt schon die richtige Textur, man will die ausprobieren. Das kannst du nicht komplett remote machen. Ne? Also
wer Bock hat, sozusagen da an Produktinnovation zu arbeiten, der ist bei uns genau richtig und der kommt auch ans Office. Okay, Marlene, jetzt bin ich dran. Die New Work SE ist ja vor einiger Zeit umgezogen. Was gab's, was du gerne vorher gewusst hättest? Bevor wir umziehen. Also erstmal wussten wir ziemlich viel vorher, weil wir haben 1,5 Jahre vorher eine ganz große Mitarbeiterbefragung gemacht und ganz explizit gefragt, so, okay, was braucht ihr, was wünscht ihr euch, was vermisst ihr gerade im Homeoffice und was wollt ihr für Flächen und was ist euch wichtig, ne? Welchen Mix auch aus Ruhezonen, aus kollaborativen Arbeiten, aus Places, wo ihr irgendwie zusammenkommt und eure Erfolge feiern könnt etc. Das heißt, wir waren wissenstechnisch sehr gut aufgestellt, zumindest was das neue Bürogebäude alles bieten sollte. Und während ich jetzt spreche, denke, habe ich immer noch nichts gefunden, was ich sagen würde, dass ich das gerne vorher gewusst hätte. Wo die WCs sind, wo die Abfallkörbe sind. Nee, auch das. Also wir haben ein super getrenntes, also wir sind tatsächlich in diesem Projekt, das denkt man auch nicht, aber unter Budget und schneller als geplant fertig geworden. Cool. Und es wäre schöner gewesen, wäre es nicht während Corona gewesen, weil dann hätten wir nicht 3 Partys machen müssen und uns trennen müssen, sondern sozusagen eine. Ja, ich glaube, was wir doch, das hätten wir vielleicht noch besser einschätzen können oder was einfach jetzt geschehen ist, ist, dass die Kantine nicht so ausgelastet ist und der Kantinenbetreiber, wie wir das ursprünglich geplant hatten mit der Anzahl der Mitarbeiter, die kommen. Weil weniger Leute kommen. Genau, weniger Leute kommen als gedacht. Es waren ja auch noch 1-2 Lockdowns irgendwie nach dem Einzug und das hat uns so ein bisschen quasi, oder das bereitet uns ein bisschen Sorgen in dem Sinne, dass man sich immer anpassen muss. Mal kommen mehr, die müssen das Personal anpassen, die Gerichte. Habt ihr auch so Peaks? So. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, alle da. Ja, genau. Montag, Freitag, Dead Space. Montag, Freitag, ja. Ist eher ein bisschen weniger. Ja, ich glaube, das wird eine spannende Frage, was dann mit dem Office Space am Montag oder am Freitag passieren kann. Ich finde, irgendwie kann man das ja so den Freiraum auch wieder als Potenzial sehen und zu überlegen, okay, wer könnte denn vielleicht daran interessiert sein, mal Freitag ein Space sozusagen zu nutzen, der nicht der eigene ist, aber der vielleicht trotzdem auch inspirierend sein kann. Ne? Ja, wir haben ja unten den New Work Peer und ich glaube, über das Ganze kommen wir auch ganz viel in Austausch mit anderen Firmen, die dann fragen, ob sie mal einen Tag hier verbringen können. Ja. Und das machen wir auch schon und sehen auch, okay, das ist erstmal total wertvoll für die anderen. Dann ist es für uns cool, auch mal zu erfahren, wo stehen andere, weil wir oft dann auch Impulsvorträge machen. Und darüber hinaus, klar, wir überlegen uns auch, sind alle Flächen belegt oder wie verändern wir die Flächen, damit wir sie noch besser nutzen können oder lassen wir vielleicht zeitweise auch jemand anders unsere Flächen mal zu einem Teil nutzen. Das ist eigentlich ein ganz cooles Konzept. Ja. Kommen wir jetzt am Freitag zu euch und ihr kommt am Freitag zu Beiersdorf. Ja, auf jeden Fall. Wisst ihr denn alles? Habt ihr das Gefühl, ihr wisst alles vor dem Umzug? Also wir haben jetzt gerade den glücklichen Umstand, dass wir schon die ersten 700 Mitarbeitende in einem Bestandsgebäude in dieses neue Arbeitsplatzkonzept sozusagen integriert haben, ne? Dass die da schon gestartet sind. Und das war total hilfreich, um jetzt irgendwie so einfach ein paar umzuglogistische Themen vorher schon mal kennenzulernen. Und das, was uns am meisten natürlich beschäftigt, ist, wie die Flächen jetzt angenommen werden. Ne? Also man macht sich ja über 3 Jahre mit den Planungsteams mega viele Gedanken. Und stellt sich immer vor, wie cool das dann ist, wenn die Leute da arbeiten. Aber ob die da tatsächlich so arbeiten oder ob die die Flächen vielleicht komplett anders nutzen, als wir es uns jemals vorgestellt haben, das finde ich mega spannend jetzt. Okay, das heißt, so in ein paar Monaten werdet ihr auch einen kleinen Review machen und draufschauen? Also, oder trackt ihr das alles? Alles, wird alles getrackt. DSGVO-konform, ne? Nee, also tatsächlich haben wir wirklich viel Gebäudesensorik verbaut, weil wir einfach glauben, darüber richtig gute belastbare Zahlen zu bekommen, wie man dann eben tatsächlich den Campus auch weiterentwickeln kann. Also wir haben jetzt ein super vielfältiges Angebot an Räumlichkeiten und dann ist es einfach cool zu wissen, so, ich brauche mehr Urban Labs, mehr Workshop-Räume, die scheinen irgendwie gut zu gehen und vielleicht kill ich dann auch nochmal den einen oder anderen Schreibtisch. So. Und das andere ist, dass wir natürlich auch super viel fragen. Also die Teams sind... man muss sie gar nicht fragen, die kommen sowieso zu uns als Projektteam und geben ihr Feedback ab. Häufig positiv, manchmal negativ, aber für uns natürlich super wertvoll. Und darf man als Externer auch zu euch? Also dürfte ich auch vorbeikommen? Ja, wir wurden heute auch schon gefragt. Also wir werden auf jeden Fall am 11. und 12. September erstmal unser Big Opening feiern. Werden da auch richtig coole Sessions rund um das Thema New Work bei Beiersdorf machen. Und danach wollen wir den Campus auf jeden Fall auch für Gäste öffnen, weil wir sind natürlich auch mega stolz. Also
es ging euch wahrscheinlich auch so, dass man dann einfach richtig Lust hat, das zu zeigen und zu präsentieren. Dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei und werde mir das anschauen. Und total freue mich total drauf. Ja. Danke für die Insights, die du mit mir geteilt hast. Vielen Dank für die Zeit. Cool. Und bis, let's go. Ja, bis bald auf dem Campus. Tag.